Rust. Heute stelle ich mich einer Aufgabe, welcher ich mich noch nie gestellt habe. Ein Abenteuer, das mir alles abverlangen wird. In dem es Höhen und Tiefen gibt. Ein Abenteuer, bei dem Wut, Freude und Erschöpfung sehr nah beieinander liegen. Etwas, was ich noch nie gemacht habe. An manchen Stellen bin ich mir unsicher, ob ich mir nicht zu viel vorgenommen habe. Ich werde meinen eisernen Willen brauchen, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Ladies und Gentlemen, lehnt euch zurück, holt euch einen Kaffee und willkommen zu Solos Adventure. Aber wie beginnt unsere Rust-Story nun? Naja, wie jede gute Rust-Story. Nackt. Am Strand. Und damit einen wunderschönen guten Abend, Ladies and Gentlemen, zu einem mal wieder Stream, Freunde. Wie kommt's? Ganz einfach, ich habe kein Videomaterial zusammenbekommen die letzten Vibes und dann dachte ich mir, mache ich euch wenigstens mal wieder einen Stream und lasst was von mir hören. Ich habe ja Bock, wir gehen solo ein bisschen rein, Server ist schon ein bisschen älter und schauen wir, was geht. Vielleicht können wir ein paar Plays machen. Ich hoffe natürlich auf das Beste, wie immer. Ich hoffe ihr auch und ja, was soll passieren? Fresh Start, ich liebe immer Fresh Starts, ne? Auf jeden Fall wird gerade jemand aus dem Leben geboomt, glaube ich. Oh, let's go. Let's go. Oh, I'm just a naked bro. I'm a fresh spawn. Gott! Fuck, ich hätte wegrennen sollen von der scheiß Satchel. Ich glaube, er hat sie gefunden. Scheiße. Ich hätte wegrennen sollen. Okay, back to the beach. Fangen wir wieder an. Und damit auch ein herzliches Willkommen von mir, der Stimme aus dem Hintergrund. Wie vorhin bereits erwähnt, ist dieses Video in einem Livestream entstanden, hier auf YouTube. Ich verlinke euch unten die Playlist, da könnt ihr euch das gesamte Material nochmal durchschauen, falls ihr Bock habt. Aber nur, falls ihr Bock habt. Aber back zur Story. Ich machte mich also wieder vom Strand auf den Weg nach oben. Ich lootete ein paar Barrels, ein paar Kisten und ich fand sogar einen Hessi. Jetzt wollte ich einen kleinen Zwischenstopp bei Airfield machen, denn es lag auf dem Weg und mit dem Hessi hatte ich easy access. Ich recycelte also meine Komponenten und wollte mich auf den Weg nach Bandit Camp machen, um dort an den Shops einiges zu kaufen, denn sie waren sehr günstig. Tier 2, SAR, alles dabei. Jedoch sollte sich der Weg doch schwieriger als gedacht herausstellen. Ich geh mal gucken, vielleicht kann man was machen. Er ist... SAR und Tommy. Ich glaube, ich werde sterben. Ich risk's. Haben die einen Molly geworfen? Scheiße. Von hier wird es nix. Ich muss es anders probieren. Ich glaube, der Fight is not over. Ist das ein Roadside-Kit? Oder ist das ein... Ich bin so dead. Scheiß drauf. Kommt so gut aus der Knarre. Oh, er hat Pfeile. Bogen. Scheiße. Mich fuckt's ab, dass da drin noch die Tommy hockt. Ich will die. Ich bin ehrlich. Ich sag euch ehrlich, Freunde. Diese Tommy will ich haben. Aber ich glaube, ich leg mir erst einen Bag.
vorne ist er. I'm out of here. Connecte nicht. Okay, connecte nicht. Oh, ich hau ab. Scheiß drauf. Scheiß auf den Baugeil. Ich treffe ihn eh nicht. Wir hauen ab. Fuck off. Wir sind weg hier. Bandit, hier lang. Erstmal Safe Zone. Komm, wir rennen erstmal in die Safe Zone, Freunde. Ich weiß gar nicht, ob hier Recyclers sind auf Range. Woohoo, Freunde. Easy, easy. That's the wipe start. Das war der wipe start. Mal gucken, haben die hier? Ich weiß es nicht. Ob die hier Recycler haben? Ich glaube nicht. Okay, wir müssen uns jetzt erstmal einen Plan machen. Das war jetzt zu viel auf einmal. Ich würde vorschlagen, wir gehen recyceln. Das wäre jetzt das Wichtigste. Wir müssen es bis Bandit schaffen. Bandit recyceln wir alles, was wir haben. Researchen eine Saar. Und vielleicht die Tommy. Und spielen eine Saar. Und halt, ja gut, Muni ist halt ein bisschen scheiße. Eigentlich müssten wir die Tommy spielen. Weil da könnten wir dann wenigstens an der... wir sind Bandit, ne? Outpost noch weiter weg. Eigentlich dürften wir die Tommy nicht researchen. Ich glaube, ich research Revy und eine Saar. Genau. Dann und die Bullets von der Tommy. Dann können wir die Tommy nämlich spielen, bis wir eine Tier 2 haben. Oh. Ich hätte ja so Bock. Ich schwöre es, ich hätte so anders Bock, da jetzt hinzugehen. Ich hätte jetzt so anders Bock, da hinzugehen. Aber wir sind alleine, haben kein Heal. Oh, die stehen schon so da. Nein, nein, nein. Das wäre jetzt absolut stupid. Wir brauchen jetzt erstmal, wir müssen unseren Start machen. Also wenn wir jetzt zu zweit wären, würde ich es tryen. Also im Duo würde ich es tryen, aber... Ich meine, da hätten wir jetzt richtig dick rausholen können, halt auch Dinge. Mollys oder so, dann hätten wir selber was raiden können. Einfach nur noch Bandit rein. Lockte TC perfekt. I take it.
Nice. Geht es da rein? Wunderschön, Freunde. Wunderschön. Schön. Gut, Freunde. Wir haben eine Tommy, eine Sah. Eine Sah haben wir geresearched. Wir haben Munition geresearched. Was wir jetzt brauchen, ist, ja, Stuff einfach. Ich glaube, ich gehe einfach mal so los und hoffe einfach, dass wir da jetzt irgendwas kriegen. Ich weiß, ist nicht clever, aber kann ich anders. Oh, bei mir die Chest. So Mist, wir konnten uns nicht mal einen Bogen machen. Ne? Wir hatten nicht mal Cloth in Bogen, Mann. Wir sind so arm. Wir sind so arme Leute, Freunde. Ich will nicht drüber reden. Ich will einfach nicht drüber reden, Mann. Ich will nicht drüber reden. Nein. Falls einer kommt, ihr wisst Bescheid. The Granite Play. Ti amo, ti amo. Nein, nein, wir müssen uns jetzt wieder auf den Ernst der Lage konzentrieren, Freunde. Da können wir jetzt keine Spielchen mehr machen. Ich bin weg. Okay. Jetzt ist so ein Moment. Okay, let's go. Nun wurde es aber langsam wirklich spät. Der Server schien langsam immer leerer zu werden. Wir hatten auch schon fast 3 Uhr in der Früh, unter der Woche. Ich nutzte die Zeit und machte noch ein paar Recycle Runs, ging noch ein paar Components farmen, machte mir noch einen neuen Feind. Er wacht morgen auf. Boah. Sieht, dass er von mir gekillt wurde. And a revenge story begins. Und gradete die Base etwas ab. Hier zwei waren nun auch da. Also so mit Spritzen und Munition. Bevor ich allerdings offline ging, musste ich dann doch feststellen, dass man auch mitten in der Nacht ja noch die ein oder andere Story erleben kann. Könnte jetzt halt Water im Dauerlauf ablaufen, ne? Card Run und so. Da läuft er noch. Ich lasse ihn aus der Deckung noch raus. Komm, komm, komm. M2? Okay, ich bin weg hier. Willst du mich verarschen? Oh, er ist sauer. Er ist so sauer. Ich schwöre, er ist so sauer. Willst du mich verarschen? Wie gewonnen, so zerronnen. Das soll ich öfter nach diesem Vibe spüren. Aber nach dieser Niederlage machte ich mich nur noch ein bisschen Straßenloot und ging off. Somit beenden wir hier Tag 1. Tag 2. Und ich war voller Euphorie. Nachdem Tag 1 so gut angelaufen war, wollte ich heute direkt weitermachen. Aber ich begann erstmal mit den Basics. Erstmal besorgte ich etwas Scrap und noch ein paar Components. So konnte ich Garage Doors installieren, sowie meine Base etwas ausbauen. Ich holte mir außerdem noch die elektrischen Öfen und platzierte davon ein paar. Denn die sind wirklich der Shit und ich hasse Holzfarmen. Nachdem das Ganze dann vonstatten ging, kam ein Loot Drop direkt neben meiner Base. Das ging dann nicht so gut aus. Hey, ich bin dead. Allerdings war ich immer noch guter Dinge, denn ich wusste, dieser Tag wird noch einiges zu bieten haben.
Oh mein Gott, 4. Ich hab mich gar nicht schießen trauen. Bin tot. Oh, 4, Digga. 4. Ich war aber auch heute nur geheadshottet, Mann. Das gibt's ja nicht. Die können doch nicht jedes Mal... Oh! Ich geh wieder hin. Leck mich. Ich verliere ein Kind nach dem anderen, ey. Das kann doch nicht sein. Sein Kind war bestimmt am Loadedsten, aber wir müssen kurz deep hauen. Bringt nichts. Die scheiß Waffe hin. Oh. Oder Chooser. Egal, wir haben saugut Plus gemacht, Freunde. Hätte ich auch noch einen Platz hinbekommen. Aber egal. Egal, wir bringen das heim. Wir haben eine SA extra. Wir haben gut Comms, gut Scrap. Nach diesem großen Gewinn ließ ich jetzt die nächsten Stunden erstmal ruhig angehen. Klar hatten wir hier und da unsere kleine Auseinandersetzung. Aber das meiste betrug eigentlich Farm und Scrap. Ich versuchte sogar einmal Cargo. Das lief am Anfang auch wirklich gut. Ja, Tommy, ich gebe ihm sogar noch einen Headshot. Verfickte Scheiße. Kacke. Jetzt mag ich nicht mehr. Schluss mit Cargo. Doch, Cargo. Jetzt sollte ich langsam merken, dass es wirklich problematisch sein kann, Solo zu sein. Falls ihr natürlich das komplette Gameplay sehen wollt, wie am Anfang erwähnt, ich habe euch die Livestreams unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr das Ganze in vollen Zügen genießen. Für alle, die die Kurzfassung wollen, weiter im Kontext. Also irgendjemand wird gerade anders zerlegt. Wer ist das? Ich komme. Lass mich mit. Lass das mal zu. Auf. Nee, da ganz hinten am Berg, schau mal. Top down, oder? Nicht um? Are you fucking kidding me? Wir müssen ihn doch kriegen jetzt. Hipfire wird wieder eingestellt, Freunde. Hipfire benutzt man nicht mehr. Jetzt wird wieder gezielt. Wie
konnten die nicht kriegen? Muss mir schon mal einer begreiflich machen. Dachluke vorne, das ist es. Got it. Diese Tommy, das ist genau das, was ich meine. Drum bin ich so happy. Oder? Wenn ich eine Star hab, seht ihr das? Die sprayt in alle Himmelsrichtungen, bloß nicht dahin, wo sie soll. Komm schon. Ja, Digga. Weil mich der DB-Typ wiederholt. Ist das lächerlich. Weil man alleine auf kein Dach hochkommt, ist das scheiße, Mann. Oh. Ja, steht schon oben drauf. Ganz vergessen. Nehmen. Der hat keine Muni. Ich hab 4 Schuss noch. Let's go. Wir haben mehr Muni. Ich bin das total falsch. Landen die nochmal? Probier was. Die sind auch nochmal drin gelandet, oder? Hau ab. So macht man, dass jemand aus dem Heli schießen. Nach Hause. Ich hatte ihn halt echt gekillt, da liegt er. Ich wusste.
Ein Yeti? Das sind die von gestern. Oh mein Gott, wie lost sind die? Für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht mitkommen. Yeti ist der Player, der mich nach dem M2-Play am ersten Tag gekillt hat. Ihnen jetzt bei einem Raid 2 AK-Full-Kits inklusive Bowls abzuziehen, fühlt es sich mehr wie gut an. Und für mich wie ein kleiner Sieg, gerade als Solo. Das pushte natürlich die Motivation. Bolt, AK, natürlich schön brav mit Taktikhandschuhen, man kennt's. Wuhu, Baby! Ich habe beide geholt, ich wusste. Ei, geil. Vor allem, ihr dürft ihr nicht vergessen, ich war dead. Ich habe eine Metal Hatch aus einem scheiß Werkzeugschrankkoffer gefunden, habe damit einen gekillt, habe die Sau aufgenommen, hatte dann am Schluss noch 4 Kugeln in der Sau, habe mir den letzten 4 Kugeln den anderen geholt. Damit beiden saß runter, obwohl ich eigentlich gehen wollte. 2 Full Kit AKs aus den Heli geholt. Den Heli habe ich jetzt nicht bekommen, okay. Okay, mag sein, aber... Rang, Freunde, was ging hier ab? Und eine Bolt halt auch noch. Ich bin jetzt nicht so der Fan von, aber... Leider keine ganzen Full Kit. Also eine Platte fehlt, aber es ist... Digga, das kann doch nicht sein! Nun wurde es aber auch wieder langsam spät. Deswegen ging der Tag dem Ende entgegen. Ich machte zwar noch Oil, aber das war ohne großen Loot und ohne große Ereignisse. Zum Abschluss wollte ich unbedingt noch etwas Tierfett organisieren, denn ich hatte kein Fuel mehr für neue Spritzen. Doch manchmal ist etwas so Einfaches wie Tiere jagen schwerer als gedacht. Am besten wären halt gleich ein paar Bären, ne? Weil die geben wenigstens anständig Fuel. Diesmal wird das Essen nicht wieder rausgeworfen. Brauch ein bisschen Essen in der Base, Mann. Wir haben nämlich gar... Ich hab einen noch! Das kann doch nicht mehr wahr sein! Vielleicht ist er noch da, vielleicht wartet er auf seinen Freund. Er sagt so, ich hab hier ein Bag, ich bin gleich da. Vielleicht ist mein Fleisch wenigstens noch da. Ich glaube, die habe ich schon mal gejagt. Oh, okay, oder sie jagen mich. Ich krieg ihn halt wieder, Headshot. Ich weiß, wer das ist. Ich weiß, wo der wohnt. Ja, ich gehe jetzt auch mit meinem Schalli. Mit meinem Schalli los, ich habe die Schnauze voll. Komm schon, Digga. Das ist wieder der. Ich schaff's nicht. 5. Ich hab jetzt echt die Schnauze voll. Wirklich anders die Schnauze voll. Mit seinem hässlichen Roadside-Kit die ganze Zeit. Jetzt ist er wahrscheinlich wieder verschwunden. Tschüss. Die Schnauze voll von euch. Machen wir die Base zu und dann lieber vielleicht morgen ein bisschen früher. Ich muss zwar morgen noch mal kurz weg, aber sonst... Da machen wir Schluss, meine Freunde. Frei nach dem Motto, heute ist nicht alle Tage. Kommen wir wieder, keine Frage. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Schlaf gut. Gute Nacht. Tag 3. Und wie immer startete ich meinen Tag mit einem kleinen Farmrun. Schon einer drauf. Nachdem ich das erledigt hatte und alle Ressourcen eingelagert, ging es aber jetzt wieder an die Action. Cargo kam rein und ich wollte meinen Verlust der letzten Tage auf Cargo schnell wieder wettmachen. Ja, guter Plan. Also, ich stehe ja drauf, Cargo zu machen. Muss ich schon mal gesagt haben. Finde ich cool. Ich habe mich jetzt aber auch sauer als Ziel angeboten. Nachdem also Cargo wieder abgeschrieben war, ging ich auf Oil.
Denn irgendwie wollte ich doch noch ein bisschen an Heilung kommen. Ich glaube, da hat mir jemand was in der Kiste gelassen. Ne, die sind oben drauf. Ich glaube, ich habe da gerade was bewegen sehen. Ich bin überlegen, ob ich damit abhau. Ja, fuck off, ich bin weg. Komm schon, Double Headshot, der ist dead. Double Headshot, es ist nur ein Hessi. Nachdem der Double Headshot ja so wunderbar geklappt hatte, drehte ich lieber ab. Ich hatte ein neues Ziel. Die Cargo-Kiste war auf Train gedroppt. Und ich wollte dort mal mein Glück versuchen. Also, Concentration. Rein. Er piekt nicht. Bin schon leicht verwirrt. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. No way. Er lebt noch? Dein Freund oben lebt noch. Der unten ist dead. Ist er gekrochen. Er ist wieder aufgestanden, natürlich. Nach dieser kleinen Action ist Ulrich wieder gespawnt und ich wollte mich auch direkt auf den Weg machen. Es hört sich nach Explore im Ohren. Ich glaube, wir gehen das anschauen. I hope I will survive. Draußen liegen zwar noch ein Haufen Sachen, aber ich habe die Explore-Ammo und die wollte ich haben. Also ansonsten TC, schmackhaft, 818 Tierfett, über 100 HGM, bisschen Gunpowder. Ist geil, ist gut, ist gut. Ist auch Scrap irgendwo. Kommst denn jetzt nicht so schmackhaft?
denkt ihr? Er hat sau die guten Kids an. Immer der Letzte. Och, komm schon, Digga. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Wieder 6, 7 Waffen im Impf, ne? Ey, es ist der Wahnsinn, Freunde. Es ist der Wahnsinn. Wisst ihr, ich meine, klar, wir haben immer noch den Raid. Alles cool. Also, das ist jetzt nicht das eine Vollkatastrophe. Aber ich hatte halt einen ganzen Impf voll Waffen. Ich wollte gerade gehen und dann... Oh, es ist halt einfach sad, wie es... Wie es verloren wurde. Nicht das, sondern wie. Das tat weh. Oh Mann. Der, was mich gelootet hat zum Schluss, Freunde. Ich sag's euch. Der war the lucky man. Der war wirklich the lucky man am Schluss. Der mit der Tommy in meinem Rücken. Nachdem also dieser Fight verloren war, transferierte ich den gesamten Loot aus dem Raid. Und wir hatten jetzt immerhin Explo-Ammo. Einen Baustein zum Raiden. Nachdem das alles vonstatten ging, hörte ich Schüsse Richtung Airfield. Und natürlich wollte ich die Sache mal auschecken. Hast du schon gesehen?
Der Typ nervt. Wo ist deine scheiß Knarre hin? Freunde, wir haben mittlerweile eine ordentliche Sammlung. Wir sollten es stashen. Nachdem der Fight etwas abgeklungen war, wollte ich meinen gestashten Loot nach Hause bringen. Allerdings wurde ich auf dem Nachhauseweg mies weggeroofed und dann auf Airfield dann doch noch gestellt. Okay, Digga. Ach komm. Nach dieser Niederlage ging ich die Dinge erstmal ruhig an. Allerdings sollte ich schon bald meine Nachbarn kennenlernen. Denn die kamen jetzt auch mal. Was? Und fingen natürlich direkt an, mich zu doorcampen. Ich hab ne MP5, ich hab ne MP5. Ja, halt den Scheiß, das Ding trifft eh nichts. Ach, Digga! Weißt du, ich war geroofcampt, ich war gedoorcampt, ich hab die Schnauze voll. Ja, ich glaube auch, wir haben so unseren Enemy gefunden. Ich befürchte bloß, wir werden es heute nicht mehr schaffen. Ich meine, es ist schon ein Stück, ein Solo zu doorcampen. Das ist schon ein hartes Stück. I'm on my roof the whole day. I'm on my roof the whole day. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na. I'm on my roof. I'm on my roof. I'm on my roof the whole day. Na 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 na. Na 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 na. But I'm trash like shit. Nach diesem Door- und Roof-Campen hatten sie nun meine volle Aufmerksamkeit. Ist der aufgegangen? Oh, er hat eine Dachluke. Ich wusste, dass er da eine hat. Bring das erstmal heim. Ich habe eine Idee. Falls ihr nicht ganz mitkommt. Meine Idee war folgende. Man kann in Rust die Wände von zwei Seiten betrachten. Die äußere ist relativ stabil, gerade bei Stein. Aber es gibt die sogenannte Softside, quasi die Innenseite der Wand. Diese lässt sich leicht herauspicken. Und ich sah, dass beim Jump-Up nach unten eine Wand verkehrt rum war. Da zusätzlich dort einige Tools waren, war es mein neues Ziel, dort hineinzupicken. Schaut mal, hier sind 100.000 Picken. Und wenn ich die jetzt softside, dann komme ich direkt in den Jumper. Mal schauen, was passiert. Hier muss ich jetzt erst eine Waffe holen. Fuck. Ich werde das als Win. Ich werde das als Win, Freunde. Und ja, das konnte ich. Mit null Explosives habe ich ziemlich viel rausgeholt. Und mein Raid-Target stand fest.
Diese Base wird aufgemacht. Aber während mein Sulfur durchbrannte, hatte ich noch etwas Zeit. Also ging ich ein bisschen roamen. Please don't hit me, please don't hit me, please don't hit me. Ich brauche den Body wegen Heal. Ich auch schon mal besser. Also heute. Ich hab's aber ganz am Anfang vom Stream schon gesagt. Big question. Okay. Hier. Der muss dead sein. Da ist noch jemand anders. Irgendwie habe ich so ein schlechtes Gefühl, dass das wieder nicht gut geht. Oh, die sind oben. Die kommt gut. Ach, scheiße. Müssen. Ich hab's alle. Nicht gegen den P-
Pampi! Digga, ich bin aufs Mausrad gekommen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich fixe. Nun wurde es aber Zeit für meinen Abschlussraid. Ich schnappte mir alles, was ich konnte. Und das war nicht viel. Ich hatte ein paar Satchels und Expla-Ammo. Für mehr hatte ich leider keine Prints. Also ging ich mit dem, was ich hatte, rüber. Denn es war mein letzter Tag auf dem Server. Ich baute mich erneut aufs Dach und musste feststellen, dass die Dachluke immer noch geöffnet war. Und ja. Nun begann ich mit meiner Lieblingsbeschäftigung. Immer dieses 2. Immer 2. Immer 2. Digga, das kannst du mir... Immer... Fluch 2. Wait a minute. On that maybe? One dead by trap? War der zweite. Mein M2. Leider konnte ich den Raid nicht bis zum Ende durchbringen. Allerdings beenden wir hier das Video. Es endet gut, denn es endet mit dem Item, mit dem es angefangen hat. Letzten Endes bekam ich doch noch meine M2. Es war mein bester Solo-Wipe. Wir haben so viel erlebt. So viele knappe Situationen, so viele Fights, so viele spezielle Sachen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann denkt natürlich an euren Like und abonniert für mehr. Ich würde mich freuen über euren Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. War es zu lang? War es nicht actionreich genug? Oder zu wenig Story? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Bis dahin, haut da rein!